tausend Schritte umspülten die Bastille und deren Ärsche noch in faulen Polstern klebten, mussten einen Schreck erleben wie noch nie. Wer tanzen will, der muss sich jetzt erheben. Es gibt kein schöneres Leben, es gibt kein schöneres Leben, es gibt kein schöneres Leben nach dem Leben. Nach tausend Jahren Blindheit, nach tausend Jahren Blindheit offener Augen. Nach tausend Jahren Blindheit offener Augenblick, wie man ins Volk hineinschreit, wie man ins Volk hineinschreit, schallt's dann doch zurück. Brüderlichkeit, Gleichheit, glühende, aber schon tausendmal verratene Hoffnungen. Laut und leise waren ihre Freunde. Beethovens Sinfonien waren ein Aufruhr. Leute verließen die Konzertsäle. Leute verließen Gefängnisse, neue Gefängnisse wurden gebaut. Beethoven schrieb im Jahr 1800: Ich will dem Schicksal in den Rachen greifen, ganz niederbeugen soll es mich gewiss nicht. Das Aufbegehren drängte in die künstlerische Gestaltung dieser Zeit. Alle Menschen sind gleich, alle Menschen werden Brüder, seid umschlungen ihr Millionen diesen Kuss der ganzen Welt. Spanische Maler aber standen duldsam abseits und verherrlichten fromm ihre Herren und Majestäten mit den Stilelementen des Rokoko, gaben ihnen übermenschliche Züge und Lametta aufs Dekor und forderten so zu deren Bedienung auf. In diesem Jahr 1800 malte Francesco José de Goya Ilicientes, 1746 geboren in einer der ärmsten Gegenden Spaniens in Aragon, 1828 gestorben auf der Flucht vor der spanischen Inquisition im französischen Exil, seiner Auftraggeber die Königsfamilie Karl IV. Von Spanien. Hat Freundlichkeit aus Faltengesichtern gekannt, die verborgen zwischen Fieber, Pest und Steuern dort gediehen, die Äcker lagen ziegelhart verbrannt. Als er zog zum Königshof hin, wo die bunten Lichter glühen und die Orchideen blühen. Da trat er nah heran an die Herrscher und erhöhten mit Ekel und Erhabenheit, als er sie so sah. Sie zeigten ihre Niedrigkeit ihm ohne zu erröten und sie dachten bei sich, der stellt uns günstig dar, weil er ja der Hofmaler war. Der erste Hofmaler war.
Am Abend verfeierten sie staatliche Finanzen, stellten ihm nur erlesene Ausbeuter vor, ließen ihn mit ihren quirligen Töchtern tanzen, sagten sich, es ist ein schwieriger Mensch ins Ohr, lobten ihn kauend im Chor, kauend und schmatzend im Chor. Maler, du bist nicht blind, siehst unsere Macht und malst uns schöner als wir sind, denn du hast Talent, du hast auch Frau und Kind. Am nächsten Morgen haben sie ihm die Hinrichtung gezeigt und ihr Auftraggeber dazu freundliche Bankiers, die zwinkerten ihm zu, im Vertrauen, dass er schweigt, schickten ihm vom Werbebudget mittags in sein Atelier ein prall verschnürtes Dekolleté. Doch da sah er nicht hin, sah nicht das Senken und Heben, das Schwert mich lockend von der Ecke her kam. Er starrt nur auf die Leinwand in zornigem Beben. Jenseits verloren sein Kopf, diesseits nur sein kleiner Arm, und es war ein Trotz darin, wie er die Farbe nahm. Am nächsten Tag hat es der ganze Hof erfahren, dass Goya die Königsfamilie malt. Da ging ein Raunen durch die höfischen Scham. Nur der König hat in treuer Einfalt gestrahlt, von seinem Hofmaler geprahlt, in treuer Einfalt gestrahlt. Goya, er ist nicht blind, malt mich von den besten Seiten, die er findet. Denn Talent verschönt und er hat auch Frau und Kind. Viele Kinder hat er schon gehabt, sind ihm alle weggestorben. Nur ein Sohn ist geblieben, krank und schwach, aber reizend und sehr zuvorkommend. So ist das mit allem, was aus diesen armen Gegenden kommt. Da fehlt es dem Boden an Nahrung, die Pinien werden nur halb so groß und die Bauern leben nur halb so lang und sind ewig krank. Die wenige Kraft, die er noch hat, nimmt ihm sein Talent ganz weg. Sein Gehör hat er schon verloren dabei. Aber wie ein Hengst nach der Kastration eine höhere Sprungkraft entwickelt, hat er jetzt mehr Fantasie beim Sehen und Malen nach dem Wegfall seines Gehörs. Ich mache mir große Sorgen um seine Gesundheit, wegen seiner niederen Herkunft. Die kann man nicht einfach wegkurieren. Da kam der Maurer Juan und José, der Scherenschleifer, mit ihren guten und dürren Gesichtern ihm in den Sinn. Der Marktplatz, seine Heimat, Johlen und Gegeifer. Und die Händler lachen und machen wenig Gewinn. Und er weiß, da kommt er her und da gehört er hin. Da wird sein Hals ein Pulsschlag voll Tränen, sieht die Niedrigkeit derer, die hier reich sind. Und alles, was er spürt, ist nur das zornige Sehnen, dass doch alle Menschen einmal gleich sind. Und das will er erreichen, trotz Geschmier und Geschmeichel. Dann malt er ein Gesicht feist, wie man's in Waschhäusern nicht trifft, mit einem giftigen Eulenblick mittendrin.
Und das Lächeln wird kein Lächeln, wird ein kleiner böser Kniff. Und dann malt er noch viel Edelsteine hin, ohne das Geschmeide ums Kinn. Wär das wohl kaum die Königin. Goya, ja bist du denn blind? Malst die Mächtigen grad so, wie sie sind. Du hast doch Talent und auch Frau und Kind. Dann biegt er noch von Ohr zu Ohr einen blökenden Blick, ein gedunsenes Gesicht und darunter das ordenzerglänzte Dekor. Streut um den albernen Kopf ein peinliches Licht, wär der Frack schlicht wie's Gesicht, wär's der König wohl nicht. Da schlich sich der Spott unter die allerärmsten Leut von der Familie, die ganz Spanien führt. Und manch einer hat seine Frage bereut, warum wird unser gutes Volk von sowas regiert und nicht von dir oder mir? Liegt das nur am Gezier? Nur der König strahlt in kindischem Entzücken, bin ich nicht gut getroffen in göttlichem Schein. Nur meine Gattin meint, für des Volks niedre Blicke könnt das Prachtbild ein wenig zu wertvoll sein. Darum sperrt es gut ein, soll's mir keiner entweihen. Goya, wer war nicht blind? Mächtigen grad so, wie sie sind. Und der hat Talent und Frau und Kind. Durch düstere Zeiten und Gelände konnten sie ihn in die Fremde jagen. Es blieb Beweis durch seine Hände, dass Niedergehende die Krone tragen. Die Art Karriere führt nach unten, zerschellt als Kuss der ganzen Welt. Vom Maler, der nicht schmeichelt seinen Kunden, hab ich dies viel zu lange Lied erzählt. Vom Dichter, dessen Werk verbrennt, vom Prediger, den die Kugel traf, vom nur gewählten Präsident, vom Lehrer, der nicht lehren darf. Und doch ne Sucht nach Kampf um Wahrheit fühlt, der den Verwesung noch verschont. Er wär sonst vor seinem Spiegelbild längst in irgendeinen Arsch geflohen. Wer Goya schmähte, ist vergessen, der ihn verjagt, wie hieß er doch. Nur sie, die im Porträt gesessen, sieht man mit seinem Namen noch. Ach, närrisch ist die Art von Ehre und hat ihm ja nichts eingebracht und macht ein solcher Narr Karriere da nur, weil er sie überhaupt nicht macht.